Willkommen Trader in der neuen Handelswoche. Für uns ja hier etwas verkürzt durch ein paar Feiertage in Deutschland, aber nichtsdestotrotz ordentlich Pfeffer haben wir drin. Gerade auch zum Wochenstart habe ich heute mitgebracht die Blicke in Euro, US-Dollar. Wir haben britisches Pfund, US-Dollar und britischen Pfund, japanischen Yen mit auf der Uhr. Das heißt, an dieser Stelle sehr, sehr interessante Charts und natürlich wie immer auch für all diejenigen, die hier live zuschauen, die Möglichkeit, den ein oder anderen Wunschmarkt auch mit analysieren zu lassen. Das alles gleich hier in den nächsten Minuten. Guten Morgen auch an alle, die mich hier mit grüßen. Ich freue mich sehr darüber. Wir starten wie immer mit dem Risikohinweis. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das bitte ich an dieser Stelle wie immer zur Kenntnis zu nehmen. Kommen wir kurz zu den Nachrichten. Da können wir es auch kurz machen. So richtig was gibt es heute nicht. Punkt aus die Maus. Wir bekommen aus den USA um 13.30 Uhr die Warenhandelsbilanz und die Einzelhandelsumsätze. Mario Draghi spricht heute um 16 Uhr und um 18 Uhr in Großbritannien spricht ein MPC-Mitglied. Das hier am heutigen Tage. Eine Sache möchte ich noch sagen. Wir hatten ja am Wochenende Zeitumstellung. Die USA hatte noch keine Zeitumstellung, das heißt, diejenigen, die das auch so ein bisschen im Blick mit haben, schaut bitte heute eine Stunde eher auf die Uhr. Handelsstart ist um 14.30 Uhr deutscher Zeit. Das zu diesem Thema, deswegen kommen diese Nachrichten hier auch etwas früher. Soweit der Blick in die heutigen Nachrichten. Wenn wir nachher auch über den DAX sprechen, das habe ich ja als kleines Schmankerl an dieser Stelle noch mitgebracht, gibt es noch einen kleinen Hinweis zum IFO. Zuvor allerdings rein in die Charts. Die tickenden hier auf Wochenbasis, britisches Pfund, Yen haben wir ja schon einige Male im Aufwärtsmove miteinander besprochen. Hier aus dieser schönen Flagge ausgebrochen, der tiefen Korrektur. Der Trade hat richtig Spaß gemacht, jetzt klemmt er oben fest. Das heißt, wir sind in eine tiefe Korrektur noch nicht reingelaufen, sondern wir sind über eine zeitliche Seitwärtskorrektur hier in den Markt gegangen. Und da kommt jetzt etwas in Betracht, was wichtig ist zu beachten. Schaut's mal, das ist keine Flagge, die wir hier oben haben im normalen Sinn. Ne? Eine normale Flagge, die fängt so an wie hier. Der Markt läuft nach oben, macht nochmal ein neues Hoch und danach kommt er runter. Das ist eher eine Flagge. Was wir hier haben ist, der Markt kommt hoch und läuft seitwärts. Und hier haben wir erst den Abfall. Das ist ein bisschen was anderes. Auch ein bisschen was anderes vom Marktverhalten. Das heißt, worauf wir jetzt hier im britischen Pfund Yen schauen müssen, ist einfach, was macht der Markt an diesen beiden Oberseiten? Das heißt, wir haben ja hier diese Außenkerze im Hoch bei 141 knapp 5 und im Tief bei 138 etwas über 6, das Ganze hier, die Enden zu stehen. Und da haben wir oben und unten, wie schon gesagt, die entscheidenden Marken. Aktuell tingelt der Markt hier ein bisschen seitwärts rum, erst nach oben, dann nach unten. Das ist das, was wir in Seitwärtsphasen immer wieder haben. Das ist für den einen oder anderen Range Trader eine interessante Geschichte. Das kann man gut nutzen. Für diejenigen, die sich aber sagen, Moment mal, wir wollen ja mal schauen, ob der Markt hier diesen Aufwärtstrend direkt fortsetzen kann oder aber in die korrektive Phase über die Preisseite übergeht, da spielen natürlich die Ober- und die Unterseiten eine sehr, sehr große Rolle. So, ich möchte jetzt zuerst an dieser Stelle mal auf die Oberseite gehen. Dazu muss ich den Chart mal etwas kleiner zoomen. Und zwar habe ich ja hier oben eine rote Linie auch eingezeichnet. Das ist ein Widerstand. Und zwar, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ich klicke mal ganz kurz in die Woche, da sehen wir es ein bisschen besser. Wenn wir uns das mal anschauen, hier oben diese Marke um die 143,850, das ist ein Bereich, der hat hier oben ziemlich lange gehalten, bevor der Markt tatsächlich drunter gebrochen ist. Das heißt, wir können auch davon ausgehen, dass dieser Bereich wieder als Widerstand erst einmal genommen wird, weil wir sind ja jetzt von unten drunter. Das heißt, es ist dann definitiv mal ein Anlaufpunkt, sollten wir oben drüber schieben. Ausbruch oben drüber mit Bestätigung, dass der Markt nicht nur drüber lupft, sondern auch oben drüber bleibt. Da hätten wir dann einen Zielbereich für den nächsten Anlaufpunkt aus dieser Phase heraus. Das ist der erste Anlaufpunkt. Der zweite Punkt ist folgender. Hier unten drunter haben wir auch noch ein paar Anlaufmarken natürlich stehen. Das wäre zum einen mal dieses Ausbruchslevel hier um die 135,744 und dann hier unten das Trendtief, das liegt auch in einem Supportbereich, das Trendtief haben wir hier unten liegen bei 130,429. So, jetzt kommt es halt dazu, wir müssen sehen, was der Markt hier macht, weil was wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben, der Markt macht hier fallende Hochs,
und fallende Tiefs. Das ist so ein bisschen ein Zeichen, dass der Markt etwas müde wird, dass die Käufer nicht ganz so euphorisch sind, wie sie es hier noch gewesen sind. Und das erhöht so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit, dass wir möglicherweise tatsächlich unten drunter durchbrechen können. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es passiert. Ich weiß es nicht. Ich sehe halt nur, dass der Markt hier oben nicht mehr wirklich gewillt ist, reinzugehen. Und was sich jetzt hier bildet, ist ein Dreieck mit einer fallenden Oberseite. Und das ist eigentlich ein Chartmuster, was wir normalerweise in Abwärtstrend sehen. Das ist dann ein Korrekturmuster. Da sehen wir einfach, dass der Markt noch keine neuen Tief macht, aber er kommt von oben immer früher wieder runter. Das heißt, die Käufer gehen immer früher auf die Short-Seite über. Und dieses Bild sehen wir jetzt hier auch. Und das ist immer mal ein Achtungszeichen, dass man wirklich aufpassen muss, wenn jetzt hier in diesem Aufwärtstrend so ein Korrekturmuster aus einem Short-Trend vorkommt, dann könnte das unter Umständen dazu führen, dass wir hier erst einmal die Gegenrichtung einschlagen. Das heißt, die Korrektur erst einmal über die Preisseite nach unten verlagern lassen und dann die Chancen halt in die Widerstände mit zum Laufen haben. Das ist das, was wir hier sehen. Wie schon gesagt, eine Entscheidung hat der Markt noch nicht getroffen. Ich weiß aber, hier schauen auch Leute zu, die das Währungspaar mit traden. Von der Seite her, meine Gedanken dazu habe ich jetzt gesagt. Entscheidender Marker ist hier oben. Hier müssen wir drüber, um den Aufwärtstrend fortzusetzen. Ich persönlich bin ein bisschen vorsichtig, ein bisschen skeptisch, ob das wirklich einfach so funktionieren wird. Oder ob wir nicht vielleicht doch unten drunter durchfallen. Das Ganze wirklich an dieser Stelle von den Gedanken her. Chancen haben wir definitiv auf beiden Seiten und innerhalb der Range. Das zum britischen Pfund Yen. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal zum Cable. Das Ganze schauen wir uns natürlich auch im Tageschart an. Und hier haben wir schön eine Korrektur am Laufen hier in diesem blau markierten Aufwärtstrend. Der Markt läuft hier schön nach unten innerhalb eines Trends. Den sehen wir auf der Stundenbasis auch. Hier sind wir von oben rausgekommen, haben ein neues Hoch geschrieben und von diesem Hoch laufen wir direkt halt in die Korrektur mit rein. Verorte das Ganze natürlich innerhalb eines Aufwärtstrends. Und diese Korrektur, die wir jetzt hier sehen, die hat natürlich noch auch ein bisschen Potenzial zur Unterseite. Ich zoome auch hier mal ganz kurz ein klein wenig zusammen, damit wir diesen Marker hier unten sehen können. Weil der erste Unterstützungspunkt wäre mal diese Marke hier bei 127,5. Wir sehen es hier oben, da drüben, wo der Abwärtstrend hier noch intakt war, ist das ein Bereich gewesen, da sind wir von unten rangelaufen und immer wieder abgeprallt. Jetzt sind wir ja oben drüber. Das heißt, hier haben wir durchaus die Chance, einen ersten Anlaufbereich zu sehen, wenn der Markt nicht schon früher rumdreht, wo wir eventuell einen ersten Versuch sehen könnten, nach oben hin auszubrechen und sozusagen aus der Korrektur heraus wieder in Richtung des übergeordneten Aufwärtstrends zu laufen. Hält das nicht? Marker gibt es auch noch unten drunter. Wenn man mal in den Stundenchart schaut, hier unten ist ein Level um die 122,565. Beziehungsweise im Tageschart auch sehr gut ersichtlich hier die Marke um die 125,821. Das waren ja die Werte gewesen, die wir ja auch besprochen hatten, als wir schön von unten rausgekommen sind und hier oben reingelaufen sind. Das waren ja schöne Level, die konnte man gut auch zur Planung mit nutzen, wo der Markt mit reinlaufen konnte, wo Schub auch reinkommen könnte. Und das ist ja alles auch gekommen. Die Wahrscheinlichkeiten wurden sozusagen getroffen. Das ist ja das, was wir hier morgens immer machen. Und das ist jetzt das nächste Level, wenn das nicht hält, hier unten auf Tagesbasis das Ganze zu sehen. Nach oben hin, und da schalte ich jetzt mal um in den Chart der Stunde, weil da können wir das sehr, sehr schön auch nutzen. Etwas kleiner noch zoomen, damit wir mehr sehen können. Also, was wir hier unten sehen, sind einfach der Fortgang dieses Trends. Die Linien hier, die sind ein bisschen verschoben. Das passiert im MetaTrader immer mal. Wenn die Zeit sich verschiebt, da laufen die Linien nicht ganz so sauber mit, aber wir können es ja ziemlich schnell anpassen. Also hier haben wir mal den laufenden Abwärtstrend. Das ist jetzt die korrektive Phase, ne? So, dann haben wir hier einmal auf Tagesbasis diesen Unterstützungsbereich unter 127,5. Was ist gewesen? Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf der Zahlen. 127,5, genau. Das haben wir da. Und wenn wir dann mal diesen Aufwärtstrend uns hier anschauen, dann haben wir als nächsten Anlaufpunkt halt das Korrekturlevel hier unten, weil hier dieses hier liegt ja im Unterstützungsbereich, hält das nicht, wie schon gesagt, wäre das mit Blick auf diesen dynamischen Aufwärtstrend, der ja die Bewegung des Tages dargestellt hat, wäre das das nächste Anlauflevel. Und dann kurz unten drunter gibt es auch noch eins, das ist bei 125,175 in diesem Drehbereich rein. Das wäre das Ganze, was wir auf der Unterseite sehen. Läuft der Markt allerdings wieder nach oben, das heißt, das wäre dann wirklich der klassische Ausbruch aus dieser Flagge. Das ist jetzt hier an dieser Stelle noch nicht so idealtypisch. Warum?
Wir haben jetzt hier den Trend ja nach unten laufen und das letzte Korrekturhoch, das haben wir jetzt hier oben liegen. Das heißt, dieser Trend wäre erst dann gebrochen, wenn wir tatsächlich dort oben drüber laufen. Nur wer diese, sage ich mal, Linie etwas weiter runterzieht, das macht ja der ein oder andere Charttechniker auch gerne. Der sagt sich, okay, wenn wir über diese Linie hier drüber laufen, gilt das Ganze als Ausbruch durch die Oberseite der Flagge, was ja auch korrekt ist. Da ist zwar der Trend noch nicht gebrochen, aber der Ausbruch wird erstmal vollzogen. Und wenn sich das Ganze dann stabilisiert, nach oben hin, also weiter trendet, nach oben hin läuft, dann haben wir die Chancen, in die Tageshochs hier reinzulaufen. Das sind dann halt auch entsprechend die Swing Highs dieses Abwärtstrends und die haben wir hier liegen. Wir sehen es ja ganz klar, um die knapp 129,5 und hier oben sind es die Marke von 1,30 und dann stehen wir schon am aktuellen Trend hoch. Das sind die Marker, die wir hier schön aus dem Stundenchart mit rausnehmen können. Wenn wir dann nochmal in den Tageschart reingehen, wenn wir das Ganze natürlich nach oben schön mitnehmen, jetzt schon und der Markt nach oben dreht, dann haben wir, wenn es hier oben über die 130, 1,58 drüber läuft, hier drüben noch ein paar mehr Anlaufpunkte. Noch ist es nicht so weit. Ich halte uns da natürlich auch auf dem Laufenden, wenn wir das hier an dieser Stelle auch mit abgreifen können, wenn es soweit ist, beziehungsweise wir dann die Ideen starten können, hier in die größeren Bereiche mit reinzulaufen. Nur für den ein oder anderen Swing Trader könnte das Thema natürlich eine sehr, sehr interessante Geschichte sein. Und damit gehen wir weg vom britischen Pfund US-Dollar hin zum Euro US-Dollar. Das Ganze auch schön zu sehen hier in ja, Exzellenz sozusagen auch nach unten gelaufen. Wenn wir uns mal die aktuelle Situation mit anschauen, dann haben wir das Ganze im Tageschart jetzt hier mal betrachtet und da haben wir hier momentan, ich habe es in blau eingezeichnet, einen validen Aufwärtstrend auf Tagesbasis. Das heißt, solange dieser Trend intakt ist, ist ja alles auch gut. Das ist der Punkt, das ist der Blick in den Tag. Und wenn wir hier jetzt in diesem Bereich am Wochentief der vergangenen Woche eine Umkehr bekommen, dann haben wir gute Chancen, ein Stück weit nach oben zu laufen. Das heißt, in Richtung dieses Trends, da haben wir ja natürlich auch ein paar Hochs liegen. Ein paar Hochbereiche habe ich hier wieder aus der Stunde rausgezogen. Wir gehen mal kurz in die Stunde. Hier, das sind so diese Anlaufbereiche. Ein Korrekturhoch haben wir hier bei 1,11, 2,30 und dann haben wir hier den nächsten Bereich, wo es auch den Spike nach oben ging, um die 1,11, 5,70 hier in diesem Dreh. Das wären mal Anlaufmarke und dann selbstredend hier die 1,11, 7,93 als hoch, was wir da haben, was durchaus Potenzial nach oben mitgeben kann. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich hatte letzte Woche schon mal darüber gesprochen, was wir hier definitiv nicht verpassen dürfen, ist der Blick in das, was in der Woche geschieht, weil in der Woche haben wir weiterhin einen intakten Aufwärtstrend. Abwärtstrend. Und den Aufwärtstrend, den wir jetzt hier auf Tagesbasis sehen, das ist sozusagen die Korrektur der Woche. Und wenn wir jetzt mal schauen, dass die Woche schon ein gutes Stückchen des Trends hier nach unten weggemacht hat, also des Bewegungstrends hier nach unten wieder korrigiert hat, dann müssen wir halt auch in irgendeiner Art und Weise konstatieren, dass wir hier an dieser Stelle definitiv eine Umkehrkerze auf Wochenbasis haben. So, und jetzt kommt es halt drauf an, was aus dieser Umkehrkerze wird. Wenn der Markt die nicht bestätigt, dann läuft der Markt in der Tagesansicht einfach im Trend weiter. Das heißt, dann sehen wir jetzt hier auf Tagesbasis erstmal die Gegenbewegung zu dieser letzten Handelswoche, laufen die Marken an und hier oben an der 1,117, also an der knapp 1,118, wird es dann interessant. Schafft es der Markt tatsächlich drüber, dann haben wir hier oben noch ein paar Anlaufmarken liegen. In der weiteren Korrekturausdehnung auch der Woche. Das wäre das eine. Was wir allerdings im Auge behalten sollten als Trader, ist halt auch die Tatsache, wenn es der Markt nicht schafft, hier stärker aufzubauen, dann haben wir die Chance, die Unterseite anzugehen und dann haben wir die Chance, wieder in Richtung des Jahrestiefs nach unten zu laufen. Und das entscheidet dieser Marker hier unten, das Wochentief um die 1,10,731. Wenn wir da drunter lupfen, dann haben wir halt den Markt nach unten hin mit offen. Und wie schon gesagt, wenn wir da mal reinschauen in den Trend des Tages, dann haben wir hier, das ist hier zufälligerweise auch die Stelle an den Wochentiefs, dann haben wir die Korrekturtiefs des Tagestrends liegen hier um die Marken von 1,099, 1,094 und hier unten dann das Jahrestief bei 1,08791. Da haben wir das Tief liegen und das ist das, was der Chart uns hier verrät und das wird jetzt natürlich sehr, sehr, sehr spannend.
was hier passiert. Wie schon gesagt, die kurzfristigen Trader, wir haben hier schon eine ordentliche Abwärtsdynamik gehabt. Es kann durchaus zu einem Rückschnapper kommen. Das ist alles überhaupt kein Thema. Das kann man gut zum aktiven Trading nutzen. Wir müssen halt einfach nur schauen, wo die Woche verortet ist und dort sehen, was der Markt tatsächlich daraus macht. Weil wir sehen ja, wir haben nach oben noch weiterhin Potenzial für die Ausdehnung der korrektiven Phase. Aber nach unten hin haben halt auch die Chancen, dass sich der Trend der Woche schon jetzt nach unten fortsetzt. Und wer weiß, vielleicht sieht es auch so aus, dass wir hier einfach ein Stück nach oben laufen und dann das machen. Keine Ahnung. Chancen sind auf alle Fälle da. Und wenn die kommen, können wir sie spielen. Das hier mit Blick in den Chart vom Euro-US-Dollar auf Tagesbasis in der Zusammenarbeit mit der Woche. Das zum Euro-US-Dollar. Und dann hatte ich ja geschrieben, es gibt noch ein kleines Schmankerl obendrauf zu den Handelsideen. Wir gucken heute mal noch in den DAX hinein. Und zwar bin ich am Wochenende in dem Research am Sonntag, habe ich mir die großen Indizes auch mal so ein bisschen angeschaut. Und wir haben ja vor einer ganzen Weile, haben wir ja besprochen, als der DAX hier unten diese inverse Schulterkopf-Schulterformation gemacht hat. Hier haben wir ja drüber gesprochen, da haben wir gewisse Zielbereiche ausgelotet. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist aus der kleinen inversen SKS, sehen wir auch eine große SKS in inverser Formation. Das ist das, was man schön auch auf dem Wochenchart sieht hier. Schulter, Kopf, Schulter. Hier oben, dieser Bereich, das ist sozusagen der Bereich der Nackenlinie. Und das ist die gute Nachricht. Wir sehen es ja auch, der DAX ist jetzt nicht nur drüber gelaufen, sondern er bestätigt das Ganze auch. Und das wäre doch deutlich positiv zu sehen. Und wenn wir da mal schauen wollen, was der Markt hier aus diesem Bereich in etwa an Chancen auf der Oberseite auch mitbringen kann, dann guckt mal, wo wir hinlaufen können. Durchaus hier in Richtung, hier oben drüber, übers Allzeithoch. Die Chancen, die haben wir definitiv jetzt im Markt auch liegen. Der Markt hat es getriggert und damit haben wir die Chance auch weiter nach oben mitzulaufen. Und das ist auch mal so ein typisches Bild, das lerne ich auch meinen Schülern in den Ausbildungen, dass Handelssignale ganz oft von den kleineren in die größeren Zeiteinheiten fließen. Das, was wir jetzt hier sehen, ist durchaus eine Chance, dass wir ein ganzes Stück noch nach oben laufen können. Das heißt, wir sind jetzt weiterhin im Bullenmodus und da spielt auch so ein bisschen die Tatsache rein, dass der IFO-Bericht, den wir letzte Woche bekommen haben, die Lage verbessert sie. Das heißt, die Unternehmenslenker sehen, nein, nicht die Lage. Die Lage ist weiterhin nicht ganz so schick, aber die Aussichten für die Zukunft, die sind etwas aufgehellter gewesen. Man sieht, dass sich die deutsche Wirtschaft so langsam, aber sicher stabilisiert. Ja? Das ist in den Köpfen der Verbraucher, ist das Thema noch nicht angekommen. Jetzt wird erstmal bespielt, dass es wahrscheinlich erstmal schlechter werden wird. Das ist völlig normal. Es ist halt so, dass diese Dinge nicht, sage ich mal, im Gleichlauf sind, dass sich die Unternehmenslenker langsam über positivere Aussichten freuen und gleichzeitig auch die Verbraucher das Ganze in diese Richtung auch schon sehen. Das läuft nie gleich. Hier sehen wir einfach, dass der Markt unabhängig voneinander läuft und die Verbraucher halt eine eigene Schiene sind. Da haben wir ja die Zahlen jetzt auch bekommen und da sehen wir auch, dass der ein oder andere Verbraucher die Lage mittlerweile etwas kritischer sieht. Die Unternehmer, wie schon gesagt, die gucken so langsam, aber sicher wieder ein bisschen positiver in die Zukunft und das ist das, was der DAX momentan möglicherweise spielt, auf alle Fälle hier. Wenn wir das ganze Bild mal betrachten, bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir in Zukunft auch noch weiter steigende Marken sehen werden. Das also hier zum DAX, kleiner Ausblick zum Wochenstart und das, was wir hier sehen. Jetzt schaue ich nochmal nach, ob wir Fragen haben. Da sehe ich momentan keine, weder auf Facebook noch auf GoToWebinar. Das heißt an dieser Stelle ganz vielen Dank wieder für die Zuschauer an dieser Stelle. Allen gute Trades und bis morgen pünktlich 8.30 Uhr mit dem Blick in ein paar Handelsideen. Blog gibt es natürlich immer vorher. Also, bis morgen. Tschüss.